Wir rochen wie ein Arbeitsunfall in der Billig-Deo-Fabrik und sahen aus wie die beschissenste Boyband der Welt. So zogen wir in die Stadt. Also, Sai, so wie es aussieht, fängt der Urlaub jetzt an. Bin ich im Takt, Simon? Vielleicht nicht ganz, aber fällt nicht weiter auf. Mach's wie Neil. Entschuldigt, dürfen wir uns zu euch setzen, denn ihr seht nett aus und irgendwie ist das Ganze für alle Beteiligten nur peinlich. Aber so richtig! Okay, ich bin weg. Dollar! Was, ich habe schon 100 Euro ausgegeben? Scheiße, ich habe nur 15 pro Tag eingeplant. Na toll, mein ganzes Geld ist nach einem Abend weg. Na, Jungs? Oh Gott, Neil! Ach, keine Sorge, der ist gleich wieder unten. Hast du keine Gewissensbisse wegen Nicole? Wer? Nicole, deine Freundin, die du gerade beschissen hast. Oh, nein, nein, wir haben uns nicht geküsst. Und es war auch nur die Spitze drin. Tiefer rein wir betrügen und das würde ich nie tun, denn ich habe Prinzipien. Verstehe. Hat jemand Lust auf Frühstück? Nein, ich gehe zum Palace Hotel. Da wohnen nämlich die Ladies von gestern. Wenigstens hast du jetzt ein paar andere Opfer außer Carly. Au, nicht bei mir, Neil. Oh, Lucy meinte, sie kann auch Karten für das Partyboot organisieren. Ich werde mitkommen. Allison war nett. Neil? Kann ich. Voll doof, aber ich habe meine Badehose zu Hause vergessen. Zieh eine Unterhose an, ist doch praktisch das Gleiche. Kann ich das, Will? Ja, ich glaube schon. Darf ich einen Ball mitnehmen? Ja, Neil. Ja, darfst du. Cool. Ach, habt ihr Jay gesehen? Shit, nein, nicht seit letzter Nacht. Nein, ob ihr ihn gesehen habt. Da drüben ist er. Jay hatte also mit dem Gesicht im Dreck geschlafen. Aber ich wurde vom Stöhnen geweckt, weil Neil ein Nilpferd geritten hat. Ich finde, der Punkt geht an ihn. Gesicht. Ja, du hast da was im Gesicht. Jay hat in einem Ameisenhaufen geschlafen. Schmerz. Zunge. Alles gut, Jungs, das Miezekätzchen beißt nicht. Jetzt, wo es gefüttert wurde, stimmt's, Tiger? Versprich mir, dass es jetzt richtig geil wird, okay? Gibst du Kreditkartennummer? Sag, dass du mich liebst. Auf meinen Arsch. Kannst du bitte runterkommen? Dein Großvater ist gestorben. Wenn alles schief läuft. Simon, wir müssen reden. Oh, nicht schon wieder reden. Ich glaube, wir sollten Schluss machen. Gibt es nur eine Lösung? Sie hat dich abgesägt. Machen wir den fettesten Urlaub unseres Lebens. 2 Wochen Sonne, Meer, Saufen, Sex und Strand. Und Saufen und Sex. Sah auf den Fotos besser aus. Wir saufen so lange, bis wir durch die Nase kotzen. Aber ich zahle nicht für euch, okay? Ah! Du gehst in einem Club nicht einfach auf ein Mädel zu und stellst dich vor. Du tanzt sie locker an, gibst ihr den Blick. Schon tanzt sie mit. Wirklich? Schau zu, ihr könnt was lernen. Hauptsache für mich bleibt nicht die Fette übrig. Wir waren noch woanders, aber dann wurde uns klar. Diese Jungs. Sie haben uns gesehen. Ganz lässig, mein. Du bist noch Jungfrau, ist doch cool. Wohl eher absolut uncool. Na gut, dann eben süß. Oh Gott, das ist noch erbärmlicher. Sind unzertrennlich. Auf die Pussys! Auf die Pussys! Erster Halt, der minoische Palast von Knossos. Wir sind nicht um die halbe Welt gereist, um uns irgendwelche stinklangweiligen Steinhaufen anzugucken. Ja, so ein Scheiß siehst du echt überall. Unbezwingbar. Ich sauf dich und deinen Tisch. Du gibst nicht auf, was? Jay hat in einem Ameisenhaufen geschlafen. Schmerz. Und absolut unwiderstehlich. Normal bist du nicht, oder? Ich schlaf mit dir. Das ist ein Scherz, oder? Meine Brille ist weg! Sex on the Beach. Demnächst im Kino.